Wenn der Vorhang aufgeht, sieht das Publikum zum ersten Mal das Tokio Nationalmuseum, ein Zimmer, ein Raum im Tokio Nationalmuseum 1952. Wir sehen da amerikanische Soldaten, aber auch japanische Geishas. Wir sehen da modern Japan, in Japanerinnen und Japaner in westlichen Auszug und Kleider. Aber wir sehen auch noch immer das alte Japan. So, wir sehen diese Misch, die Japan immer noch heute zum Tagen hat. Und dann auf einen Moment, ein wunderbares Moment, kommt der Sohn von 25 Jahren alt in das Museum und erkennt zum ersten Mal ein Kimono. Und danach sieht er natürlich ein Samurai-Schwert. Und dann muss er sofort zurückdenken an seine Kindheit, wenn er 3 Jahre alt war, wenn er seine Mutter gefunden hat, tot im Haus. Die Puccini Madama Butterfly erzählt die Geschichte von der japanischen Geisha Chocho-san. Sie verheiratet sich mit dem amerikanischen Marineoffizier Benjamin Franklin Pinkerton. Und das sieht im ersten Akt sehr schön aus. Sie haben auch eine Hochzeit. Aber wir entdecken sehr schnell, dass er nicht der Planung hat in seinem eigenen Kopf, um da lang zu bleiben in Japan. Dann in der zweite Akt sind wir 3 Jahre später und haben wir entdeckt, dass Pinkerton Japan verlassen hat, aber dass Butterfly schon vor 3 Jahren allein in das Haus, was er noch immer für sie gemietet hat, lebt mit ihrer Bediente Suzuki. Mittlerweile ist der Chocho-san auch verstoßen durch ihre eigene Familie, weil sie ist Amerikanerin geworden, so wie sie selbst sagt. Und eigentlich kann man sagen, jetzt befindet sie sich in einem Niemandsland. Sie ist nicht Japanerin, aber sie ist auch keine Amerikanerin, weil der Mann ist nicht da. Und dann entdecken wir halbwegs in diesem zweiten Akt auch, dass es ein Kind gibt, dass da ein Junge ist. In unserer Inszenierung steht der Sohn zentral, denn er ist sozusagen der Schlüsselfigur, die Osten und Westen, Japan und Amerika in einer Person verkörpert sozusagen. Und dann in den dritten Akt entdecken wir so gesagt, dass Pinkerton ein Geheim hat. Er ist schon verheiratet mit einer Amerikanerin, Kate. Und am Ende von unserem Abend schicken sie die Sohn mit. Das kleine Kind geht mit Pinkerton und Kate zurück nach Amerika. Aber bevor dass sie das Kind wirklich abgibt, pflegt sie Harikiri, die japanische Selbstmord, weil sie kann nicht zurück nach ihrer Familie, aber sie kann auch nicht vorwärts nach Amerika. So, das Einzige, was sie machen kann, ist zurückgehen nach der japanischen Tradition von ihrer Familie, die alte Tradition. Und das ist das Retten von der Ehre und das heißt Selbstmord. Puccini hat natürlich auch oft, sicher auch in meiner eigenen Heimat, in Holland, den Ruf, Edelkitsch zu sein oder zu groß in die Emotionen. Ich denke immer, wenn man Puccini und seine Musik, aber auch das Schauspiel wirklich von allen Klischees und von allen zu vielen Ritenuti und Rallentandi und die Edelkitsch wegputzt und wirklich zu dem Kern von Stück geht, ist das eine sehr emotionale, hervorragende Weise, wo er uns Menschen und auch diese Identitätskrise, diese Clash von Kulturen
malt, wirklich wie ein Filmskript. Ich hoffe, dass das Publikum in unserer Produktion nicht nur sieht, dass ein Museum ein Tempel von Kultur ist, aber auch ein Erinnerungsraum für unseren Sohn und dass es durch die Augen von das jetzt gewachsene Kind sieht, was diese Krise von Identität, Leben in ein Niemandsland, nicht genau wissen, was du bist, bin ich Amerikaner oder bin ich Japaner, ohne Wurzel zu leben und als dreijähriges Kind deine Mutter zu verlieren an Selbstmord.